Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Grundrecht auf Asyl, das verfolgten Schutz für Leib und Leben gewährt, bildet einen wichtigen Eckpfeiler moderner und freier Staaten. Nach zwei Weltkriegen wurde 1951 folgerichtig das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge unterzeichnet, besser bekannt als Genfer Flüchtlingskonvention. Damit haben wir eine gültige Rechtsgrundlage zum Schutz von Verfolgten, erweitert um das Protokoll von 1967. Aber durch den Wandel, durch große und globale Migrationsbewegungen, wird die Relevanz der Genfer Konvention immer häufiger in Frage gestellt. Nicht zu Unrecht, muss man sagen. Ein Paradebeispiel politischen Missbrauchs der Konvention findet sich in Berlin und, wen wundert's, bei den Linken unseres politischen Spektrums. Durch eine komplett fehlgeleitete Asylpraxis werden Menschen dazu angehalten, ihre friedliche Heimat zu verlassen, weil ihnen Bargeld in Aussicht gestellt wird. Dafür ist die Genfer Flüchtlingskonvention aber nicht von 149 Staaten unterzeichnet worden. Das Asylbewerberleistungsgesetz eröffnet der Verwaltung in den maßgeblichen Paragraphen 3 und 6 ausreichend Spielraum, um zwischen Geld und Sachleistungen abzuwägen. Gerade im Anfangsstadium des Asylverfahrens sind Sachleistungen als Regelfall vorgesehen. In Berlin jedoch erhält jeder Asylbewerber sofort ein dickes Bündel Euroscheine. Obwohl lange bekannt, schafft er dieses Thema es trotz Wahlkampf und Hochwasser wieder in die Schlagzeilen als Mitarbeiter des Landesamtes für Flüchtlinge, LAF, gegenüber Sozialsenatorin Elke Breitenbach Alarm schlugen. Sie berichteten, dass viele Antragsteller, gerade aus Moldawien und auch Georgien, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, offenbar vom Geld für Asylbewerber angelockt werden würden. Zitat Ende. Jana Borkamp, die Leiterin der LAF-Unterabteilung Unterkünfte, äußerte sich im Tagesspiegel zum Ansturm am Ankunftszentrum für Geflüchtete in Wittenau wie folgt. Und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, es ist, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Zitat Ende. Nicht ein einziger der mittlerweile 1.561 registrierten Antragsteller aus Moldawien, die im ersten Halbjahr nach Deutschland gekommen sind, hat einen positiven Bescheid bekommen. Nicht ein einziger. Das ist oftmals auch gar nicht gewollt. Dazu der LAF-Präsident Alexander Straßmeier. Und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, es kommen einige schon das vierte Mal zwecks Asylantrag zurück, obwohl sie zuvor dreimal abgelehnt wurden. Zitat Ende. Für Asylbewerber zahlt Berlin Bargeld für 3 Monate im Voraus. Eine Großfamilie aus Moldawien mit Bussen oder Kleintransportern direkt vor dem LAF abgesetzt, kann mit bis zu 4.200 Euro rechnen. Die Freude über den angeblichen Geldsegen ist so groß, dass die Begünstigten sofort Bekannte und Verwandte benachrichtigen und dann ihre Heimreise antreten, so die Berliner Morgenpost. In der gestrigen Abendschau des RBB war zu erfahren, dass Senatorin Breitenbach künftig nur noch Bargeld für einen Monat auszahlen will. Dass es auch ganz anders geht, zeigt Bayern. An dieselben Bundesregelungen gebunden und ebenfalls für moldawische Asylbewerber zuständig. Dort kommen Neuankömmlinge in ein Ankerzentrum, erhalten nur Sachleistungen und Essen sowie ein kleines Taschengeld. Dort ist kein Schalter umgelegt worden. Im Gegensatz dazu fördert der Berliner Senat regelrecht Asyltourismus und mit ihm organisierte Schleuserkriminalität. Senatorin Breitenbach in der Berliner Zeitung vom 11. August, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, es gibt keine Beweise für kriminelle Strukturen, Zitat Ende. Dem widerspricht entschieden das LKA und die Berliner Polizei. Es gebe klare Indizien auf Schleuserkriminalität, so der Polizeisprecher Tino Kalbitz im RBB. Meine Damen und Herren, das Land Berlin darf nicht zum Steigbügelhalter für organisiertes Verbrechen werden. Die AfD kann nicht tolerieren, dass der rot-rot-grüne Berliner Senat gesetzgeberische Intentionen hintertreibt und die Genfer Flüchtlingskonvention der Lächerlichkeit preisgibt. Daher fordern wir die Landesregierung dazu auf, erstens eine Bundesratsinitiative zur Einstufung der Republik Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Artikels 16a Grundgesetz zu ergreifen. Zweitens Geldzahlungen uneingeschränkt durch Sachleistungen zu ersetzen und drittens alle abgelehnten Asylbewerber unverzüglich abzuschieben. Das Grundrecht auf Asyl darf nicht zu Lasten Schutzsuchender erodieren. Verfolgen wir die Kriminellen und schützen wir die Verfolgten. Wir bitten um Zustimmung zu diesem Antrag.
und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.